Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen. Es geht wieder heute um ein schönes und sehr aktuelles Thema, nämlich auch auf die Sohle kommt es an. Und wen es einfach mal interessiert, weil es gibt da bestimmt viel Interessantes für euch zu hören, der bleibt einfach dran, dann sehen wir uns gleich wieder und ich würde mich freuen. Hallihallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderschuhe und was sonst noch dazu gehört, interessieren. Nun kennt man das ja auch selber an dem Thema Sohlen, gerade jetzt zu der etwas kühleren Jahreszeit, führt halt nicht immer was vorbei. Nun brauche ich aber auch nicht nur die Sohle im Winter, sondern teilweise auch nach Fußform, gerade für schmale Füße. Da können, glaube ich, die Mütter ein Lied davon singen. Ist man mitunter auch im Verkauf auf die Sohle drauf angewiesen, weil es gar keine andere Möglichkeit gibt, ansonsten den Schuh so passend zu gestalten. Das heißt, also wir haben, wie ihr seht, von der Sohlenstärke her auch wirklich für jede Belange, die wir jetzt hier im Verkauf benötigen, passende Sohlen. Ich lege bei meiner Auswahl der Sohlen ein wirklich großes Augenmerk darauf, dass sie aus natürlichen Materialien bestehen. Die einzige rühmliche Ausnahme ist sozusagen hier eine Strapafilzsohle. Das ist also ein synthetischer Filz, dadurch auch sehr strapazierfähig, wie der Name schon sagt. Und die verwenden wir hauptsächlich für Gummistiefeln, also da, wo ein schlanker oder mittlerer Fuß in einem vielleicht doch sehr weiten Modell nochmal Halt finden soll. Da ist also unsere Strapafilzsohle der willkommene Helfer in der Not. Ansonsten haben wir eben halt bloß kleine Überbrückungen oder Abweichungen auszugleichen. Hilft uns sehr gut diese Korksohle. Kork ist federleicht, extrem flexibel, behindert also auch selbst im Barfußschuh überhaupt nicht die Flexibilität der Sohle, schränkt auch da überhaupt nichts ein. Und ist sozusagen als willkommene dünne Zwischensohle, wie gesagt, unser Helfer bei kleinen, wie soll man sagen, Ausbalancieren der Nuancen in der Höhe, in der Spannhöhe, auf dass der Schuh dann auch wirklich perfekt sitzt. Unser weitaus sehr gern verwendetes Modell ist zum Beispiel unsere Frottee-Sohle. Auch hier, wie ihr seht, ich verzichte wieder mal auf gänzliche synthetische Einlagen oder Zusatzstoffe, also Silberionen, was es sonst noch alles gibt, Kräuter bedampft und weiß der Geier nicht, was es da noch alles gibt. Hier ist es eben halt wirklich ganz normales Sisal-Kokosgewebe, eine dicke Schicht aus Baumwollfrottee obendrauf, das Ganze umrandet, damit die Sohle auch stabil ist. Macht sich sehr gut in jedem Schuh, Sportschuh, sage ich mal, da, wo der Fuß eine gewisse Wärme entwickelt, wo ich also wirklich was brauche, was viel zur Schweißaufnahme geeignet ist. Im Winter oder in den kühleren Tagen bietet sich auch sehr gut diese Doppelfilzsohle an. Wie der Name schon sagt, haben wir hier zwei Lagen Filz. Einmal der helle praktisch, der dann zur Fußseite zugeneigt ist, und der dunkle Filz, der unten praktisch auf der Laufsohle oder Innensohle auffliegt. Auch den nehmen wir wieder, weil wir hier verschiedene Stärken abdecken können. Und man sieht es ja auch, ich sag mal, im Gegensatz zur Strapafilzsohle und zur allgemeinen Wollfilzsohle, das sind schon drei unterschiedliche Stärken, die wir hier zur Verfügung haben. Und das heißt, hier kann ich also wirklich mal austesten, mit welcher Sohle sitzt dann der Schuh am besten. Großer Vorteil von dieser Doppelfilzsohle ist zum Beispiel, die kann ich auch zuschneiden. Dadurch, dass sie nicht umkettelt ist, hat sie trotzdem durch eine minimale Einlage sehr viel Stabilität. Aber ich kann zum Beispiel hier zuschneiden. Es betrifft zum Beispiel gerade unsere Fälle, wenn wir Barfußschuhe haben und da vielleicht mal noch eine wärmende Innensohle benötigen. Dann muss ich die natürlich größer nehmen, weil Barfußschuhe haben ein ganz anderes Format. Und ich sage es immer wieder, leider ist es ja so, dass die Sohlen nicht immer für jede Schuhgröße zur Verfügung stehen. Also wenn man gerade mal das bedenkt, es geht praktisch bei uns, bei unserem Lieferanten mit der Größe 22 los.
Alles, was unterhalb der 22 liegt, muss ich also selber zusammenbasteln. Das heißt, da nehme ich dann die Innensohle, sofern sie mir zur Verfügung steht, und versuche dann anhand mit einer zuschneidbaren Sohle dann für den Kunden ein passendes Söhlchen zurechtzuschneiden. Das ist immer ganz gut, wie gesagt, auch für Gummistiefel, Barfußschuhe wunderbar mit geeignet, weil es eben halt auch wirklich Naturmaterial ist. Keine synthetischen Zusatzstoffe oder chemischen Zusatzstoffe, die blanke Natur. So, und dann haben wir hier auf dieser Seite, ich sage mal sozusagen, den Luxus pur liegend. Manch einer kennt es auch schon, das sind die sogenannten Lammfellsohlen. Also hier hat man wirklich auch ein kurz geschorenes Lammfell. Das heißt also die Oberseite einer Haut eines Tieres. Hier nochmal mit einer leichten Silikonschicht, damit es also auch hier wirklich rutschfest ist im Schuh. Ja? Und ganz außen die Creme de la Creme. Also sowas von dicht und fluffig und monströs habe ich selten gesehen. Man sieht auch, wie gesagt, ganz toll, dass wir hier eine wunderbar dicke Sohle haben. Also wer es richtig kuschelig braucht und möchte, der kommt natürlich auch hier mit einer zuschneidbaren Lammfellsohle wunderbar auf seine Kosten. Fakt ist natürlich hier, das passt in keine engen Schuhe, sondern hier brauche ich einen Schuh, der auch eine gewisse Zehenhöhe mit anbietet, auf das mir dann sozusagen der Fuß nicht zusammengequetscht wird. Wie Sie auch sehen, Lammfell hat ja die Eigenschaft, wunderbar sich wieder aufzurichten. Das heißt, erst nach wirklich längerem Gebrauch ist dann sozusagen hier ein Fußabdruck auch zu erkennen, der dann wirklich auf Dauer verbleibt. Aber ansonsten, nur kurz getragen, hat Lammfell immer wieder die Eigenschaft, sich aufzurichten. Wozu sind die Schuhe noch gut? Wie gesagt, sie sind immer gut, damit ich eine gewisse Differenz in der Spannhöhe mit ausgleichen kann, dass ich Schuhe praktisch enger mache und dass ich damit für eine bessere Passform sorge. Die Sohlen kommen natürlich aber auch gut zum Tragen, muss ich sagen, gerade jetzt in der kühleren Jahreszeit, wenn ich mit einem Schuh zwei verschiedene Strumpfstärken abdecken will. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Winterschuh gekauft wird, der wird hier meistens im Geschäft mit einem normalen Baumwollstrumpf probiert und die Mami hat aber dann noch die Ambition, dass eventuell eine Plüschsocke, eine Wollsocke, eine Thermosocke noch mit rein soll. Dann muss natürlich ein Modell probiert werden, was ein höheres Volumen hat, und damit das Kind also jetzt mit dem normalen dünnen Strumpf nicht im Schuh hin und her rutscht, pushen wir das Ganze mit einer Einlegesohle, die also auch noch genügend Wärme mitbringt und wie gesagt Fußwärme mit aufnimmt, Feuchtigkeit mit aufnimmt, atmungsaktiv ist, damit das Kind dann dort im Schuh den optimalen Sitz hat. Weil, egal welches Material wir nehmen, und da nehme ich auch die Lederschuhe im Frühjahr nicht aus, es gibt keinen Schuh, der optimal sitzt mit einem normalen dünnen Strumpf und der genauso gut sitzt mit einem dicken Strumpf. Und deswegen, liebe Eltern, auch aufgepasst, wenn ihr eure Kinder, so nach dem Motto, viel hilft viel, mehrere Strümpfe übereinander zieht, wundert euch dann bitte nicht, wenn Kinder trotzdem kalte Füße bekommen. Weil man verringert natürlich dann auch dieses innere Volumen, die dem Fuß zur Verfügung stehen. Und ich beeinträchtige die Durchblutung des Fußes. Das heißt, trotz warmes Schuhs, trotz doppelter Socke, mein Kind hat kalte Füße, weil die Durchblutung nicht gewährleistet ist. Einfaches Resümee, viele vergessen es leider immer wieder. Aber ich denke mal, damit konnte ich euch jetzt weiterhelfen und hoffe doch, dass sowas dann demzufolge nicht passiert. So, bis zum nächsten Thema. Ich freue mich auf euer Zuschauen. Bis dahin.